Hallo, ich heiße Artem Grace und ich arbeite für Vision for Africa International. Es ist eine NGO, die sich um Waisen kümmert. Derzeit arbeite ich als Hotelmanagerin in African Village Hotel, einem Bereich von Vision for Africa. Im Hotel sind derzeit 60 Mitarbeiter beschäftigt und das Hotel ist gewachsen. Als ich 2009 hierher kam, hatten wir nur um die 30 Zimmer und Hütten. Jetzt sind wir gewachsen, aber es ist immer noch nicht groß genug. Da dieser Ort so gut für Gebetstreffen und Konferenzen ist, ist die Nachfrage sehr groß. Ich lade euch ein, uns bei Vision for Africa zu besuchen und afrikanisches Essen zu genießen. So viele Menschen bestätigten uns, wie schön ihre Zeit bei uns war. Ich wurde in Jinja geboren und komme ursprünglich aus dem Nordosten Ugandas, Soroti. Meine Eltern wurden nach Kampala verlegt, um zu arbeiten. Deshalb sind wir Kinder auch in Kampala in die Schule gegangen. Bevor ich zu Vision for Africa gekommen bin, habe ich bereits in zwei Hotels gearbeitet. Dann las ich in der Zeitung, dass Vision for Africa Haushälter für das Hotel sucht und bewarb mich dort. So kam ich hierher. Was interessant war, als ich hierher kam, hatten sich 25 Leute für diese Stelle beworben, obwohl nur drei Stellen zu besetzen waren. Ich sagte in meinem Herzen, bekomme ich diesen Job? Ich weiß es nicht. Aber als ich zum Interview ging und mit dem Interviewer gesprochen habe, habe ich mich so frei gefühlt und konnte ganz entspannt und ehrlich mit dem Interviewer sprechen. Sogar über Dinge, die nicht gut waren. Eine Voraussetzung war, dass Mitarbeiter verheiratet sein müssen, um in der Organisation zu arbeiten. Ich sagte ihnen, ich bin noch nicht verheiratet, aber wir denken darüber nach, kirchlich zu heiraten. Ich bin wirklich dankbar, dass es so passiert ist. Vorher war es immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich bin auch in die Kirche gegangen, aber nur ab und zu. Ich hatte nicht genug Zeit für den Herrn. Aber als ich 2009 zu Vision for Africa kam, da traf ich ihn wirklich, den Herrn. Ich wurde getauft, das heißt, ich wurde wiedergeboren und bin jetzt mit Christus gestorben. Ich hatte, bevor ich zu Vision for Africa kam, immer wieder Gedanken, mich selbst umzubringen. Meine Mutter ist 1999 und mein Vater 2017 verstorben. Wir Kinder waren auf uns alleine gestellt. Ich hatte oft niemanden zum Reden. Manches Mal hast du erdrückende Gedanken im Herzen und du gehst in keine Kirche, wo du einen Pastor hast, der dich beraten könnte. Du kannst dich niemandem anvertrauen. Weil es viele Leute gibt, die über dich reden und dann fühlst du dich schlecht. Aber als ich zu Vision for Africa kam, verbrachte ich so viel Zeit mit dem Herrn. Die ganzen Lehren und die Jüngerschaft mit anderen haben mir geholfen. Ich bin so dankbar, dass ich es geschafft habe, die Angst vor Selbstmordgedanken zu beseitigen. Ich bin jetzt ganz frei davon. Wir machen jetzt auch Jüngerschaft für die Mitarbeiter und für die Kinder. Das ist sehr gut für das Reich Gottes. Es ist so gut, belehrt zu werden. Wir können nichts wissen, wenn wir nicht gelehrt werden. Aber wenn wir spirituelle Leiter haben, die uns lehren können, können wir viele Dinge besser verstehen. Ich bin jetzt hier die Hotelmanagerin, aber als ich 2009 hierher kam, musste ich Stück für Stück geistlich und beruflich wachsen. Ich bin tatsächlich gewachsen. In der Vergangenheit war ich so schüchtern und konnte mich nicht in einer Leitungsposition sehen. Als ich zu Vision for Africa kam, lernte ich viel und konnte wachsen. Durch Schulungen und auch durch Beobachten der Arbeiter, der Leiter hier bei Vision for Africa konnte ich viel Verhaltensweisen sehen, die mich beeindruckten. Ich lernte von Eva Maria, Pastor Isaac Bishop Ambale und dem Verhalten anderer in verschiedenen Situationen. Ich bin so dankbar, hier für Vision for Africa zu sein. Ich bin jetzt hier schon seit 13 Jahren und bin bis heute dankbar. Zuerst war ich jemand, der sich fürchtete, vor Menschen zu sprechen. Ich konnte nicht vor großen Menschenmengen sprechen.
Aber meine frühere Vorgesetzte Eva Maria hat mich so viel gelehrt. Wann auch immer wir Konferenzen hatten, sagte sie mir, Grace, du als meine Assistentin musst jetzt zu den Gästen sprechen und sie begrüßen. Es waren ungefähr 400 bis 500 Menschen und ich fürchtete mich und sagte mir, was soll ich bloß sagen, wie soll ich das machen? Aber sie nahm mich einfach mit und nachdem sie fertig war, musste ich auch was sagen. Schlussendlich konnte ich diese Menschenfurcht besiegen. Ich weiß noch, als ich selbst Studenten im Haushaltsführung unterrichtete, hatte ich oft Angst, Schüler würden mich etwas fragen und ich habe keine Antwort. Dabei habe ich so geschwitzt, als hätte es geregnet. Aber all diese Angst ist verschwunden. Ich brauchte einfach Übung und Menschen, die mich ermutigten. Ich bin wirklich dankbar. Schon vor 2, 3 Monaten hatte ich den Wunsch, Menschen zu ermutigen und ihnen zu sagen, dass Gott bei ihnen viel Potenzial freilegen kann, wenn wir es entschieden angehen. Ich weiß, dass Angst nicht von Gott ist. Als ich damals Angst hatte, konnte das Potenzial in mir nicht entfacht werden. Aber jetzt möchte ich dich ermutigen. Wenn du am Herzen hast, etwas Bestimmtes in deinem Leben anzugehen, bete zu Gott, dass er Menschen zu dir bringt, die dir helfen. Genauso wie ich solche Menschen um mich hatte, die mich so weit gebracht haben. Pray to God that he will really bring people who can help you, because I had people who helped me to this extent. Ich bin auch sehr dankbar darüber, dass Vision for Africa bereits mehr als 5000 Kindern helfen konnte, die bereits arbeiten und auf ihren eigenen Beinen stehen. Weiters haben wir über 600 Kinder, die jetzt hier in die Schule gehen. Ich danke auch Vision for Africa, weil viele Weiße hierher kommen und die Kinder sponsern. Auch Mama Maria kommt hier aus Österreich und schaut immer wieder nach uns. Das ist wirklich toll. Sie verbreitet nicht nur das Wort Gottes, sondern sie hat das Leben so vieler Schüler, Kinder und Mitarbeiter zum Besseren verändern können. Jeder der Mitarbeiter betreut ca. 20 Leute dank Vision for Africa. Es ist ja Vision für Afrika und Menschen aus anderen afrikanischen Ländern fragen immer, Mama Maria, wann kommst du zu uns? Es ist ja Vision für Afrika, aber sie müssen noch warten, ihre Zeit ist noch nicht da. Sie wird noch dorthin kommen. Zurzeit werden wir durch Vision for Africa trainiert und vielleicht sind wir es, die zu euch kommen werden, um euch zu trainieren, sobald Gottes Zeit gekommen ist. Wenn du den Eindruck hast, dass Gott dein Herz berührt hat, um etwas zu tun, bitte komm und trage etwas bei, weil hier wirklich viele Leben verändert werden. Die Bibel sagt, wenn du Gutes tust, kommt Gutes zurück zu dir. Wenn du in den geistlichen Dienst investierst, wird Segen zurückkommen. Natürlich wird Gott nicht kommen und zu dir sagen, ich habe dich gesegnet, weil du da oder dort Gutes getan hast, aber du wirst Glück und Gutes in deinem Leben erfahren. Gib, wenn du in deinem Herzen berührt wurdest, den Kindern in Uganda zu helfen. Wir schätzen alle, die bereits Unterstützung leisten. So kommt auch in unser Hotel, um den afrikanischen Flair kennenzulernen. Vieles ist nicht so gut entwickelt, aber lasst uns zusammen beten, dass sich das noch ändert. Ja. Yeah.